Läuft. Folge 18 von Jung und Naiv, heute mit unserer Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberg. Hallo. Hallo, freut mich. Wir sind ja auf dem FDP-Bundesparteitag. Magst du uns erklären, wie ein Parteitag abläuft? Also ein Parteitag ist ja gelebte Demokratie. Hier sitzen Delegierte jetzt aus der FDP und die wählen ihre Vertreter, also den Vorsitzenden und so weiter, die dann nach außen auftreten und über die wird ja dann die Partei wahrgenommen. Ja. Und das findet hier in Wettkämpfen statt, indem Leute gegeneinander kandidieren und daneben wird natürlich über Positionen gestritten, aber auch eine Einigkeit hergestellt. Wie sehen so die Wettkämpfe aus? Das hört sich ja so ein bisschen nach Gladiatorenkämpfen an. Also es geht hier nur verbal, hoffe ich da spitzzüngig auch zu. Das beste Argument gewinnt? Ja, aber auch die gute Performance, ob man einen guten Witz da hat oder auch mit Bonmot vielleicht politische Konkurrenz auch mal kritisiert oder einbezieht. Also da spielen auch Momente eine Rolle. Wie ist gerade eine Stimmungslage und wie gelingt es einem, diese momentane Stimmungslage mit den eigenen Worten auch, sag mal, einzufangen? Wie ist denn heute die Stimmungslage? Hat die Partei eine gute Laune? Ja, wir haben hier gute Laune. Wir kommen ja hierher, weil wir wählen wollen, weil wir ein Ziel haben, dass wir zeigen, wir haben ein Team an der Spitze und setzen uns dann mit der politischen Konkurrenz auseinander und nicht mit uns selbst. Und das motiviert. Von daher ist die Laune gut. Und das Ziel für den Herbst ist was? Ja, Ziel für den Herbst ist ganz klar, dass wir in Berlin wieder im Bundestag mit einem ordentlichen Ergebnis sind. Perspektive, wir wollen natürlich nicht, dass Rot-Grüne Mehrheit kriegt. Heißt das Schwarz-Gelb oder Rot-Gelb-Grün? Also Ampel, denke ich, ist nicht angesagt bei dieser Bundestagswahl. Denke heißt also nur im Notfall. Also auch im Notfall nicht, sondern es ist von uns aus das Ziel, dass wir mit der Union eine Mehrheit haben. Welche Rolle haben Sie in der Partei? Also ich bin diejenige... Bzw. du, jetzt habe ich mich schon selbst karikiert. Okay. Also ich bin die, die sich gerade mit den Themen fällt, Freiheit der Bürger zu verteidigen, nicht nur befasst, sondern damit auch verbunden werde. Also ich bin quasi die, die Bürgerrechte vertritt, auch nach außen für die FDP. Und gerade wo wir elektronische Kommunikation, Internet, immer neue Entwicklungen haben, ist es umso wichtiger, dass da die FDP auch modern ist und hier nicht vom Internet als der größten Gefahr des Jahrhunderts spricht, sondern die Chancen sieht. Aber hat die FDP nicht auch gerade dieses Leistungsschutzrecht zum Beispiel durchgewunken? Ja, aber das Leistungsschutzrecht ist ja, wenn man es genau ansieht, in vielen Punkten so ausgestaltet, dass gerade der einzelne Nutzer eben davon in keiner Weise beeinträchtigt oder behindert wird. Snippets, kleinste Teile werden nicht erfasst. Also von daher denke ich, da braucht jetzt keine Aufregung zu sein. Wer wird denn da benachteiligt? Oder wer wird denn davon beeinträchtigt? Also letztendlich geht es dann darum, dass wenn man eben gerade umfangreichere Texte, Bausteine, Artikel als Suchmaschinenbetreiber verwendet, das sind große, das ist natürlich Google, auch kleinere, dann geht das nicht kostenlos. Aber da müssen sich jetzt mal alle Seiten zusammensetzen. Das Gesetz kommt jetzt in den Bundesrat. Warten wir mal ab, was da rauskommt. Und war das eigentlich eine Idee von der FDP oder war das so ein CDU-Ding? Weil wir haben schon mal eine Folge darüber gemacht, da wurde es eher so gesagt, okay, die CDU wollte das und die FDP war da so ein bisschen nicht wirklich Bock drauf. Also es war bestimmt nicht unsere Idee. Das war doch also deine Fehlerhand. Wir nehmen nicht das Urheberrecht in Anspruch für das Leistungsschutzrecht, ja. Sondern das war in den Koalitionsverhandlungen und dann hat man sich am Ende aber darauf verständigt, da was zu machen. Und dann steht es im Koalitionsvertrag, also nützt jetzt nichts. Jetzt ist es die Koalition, die es gemacht hat. Kannst du mir noch erklären, warum ein Genscher da noch sitzt? Also, ja. Ich bin geboren worden, da war der schon hier ganz vorne. Ja. Warum ist der Mann da? Also, hat er Relevanz? Der hat immer noch wahnsinnig Relevanz, auch wenn er hier jetzt nicht redet, weil er unglaublich vernetzt ist und mit vielen, aber mehr am Telefon als jetzt mit E-Mail oder SMS spricht und sein Wort nach wie vor eine ganz große Bedeutung hat. Und der will hier die Stimmung einfangen und es ist einfach auch ein Beweis, jetzt seine Wertschätzung zur FDP. Dankeschön. Gerne. Alles Gute. Danke.